Und weiter geht's mit einem neuen Video hier in Russian Fishing 4. Heute nochmal mit dem dicken, fetten Blinker unterwegs. Und mit dem Blinker und einer ziemlich mächtigen Montage, also gar nicht mal so fein unterwegs, und einem dicken, fetten 6-0er Haken probieren wir das einfach mal hier aus, ob hier ein bisschen was geht. Ich habe die ersten vier Fische gerade rausgezogen und ich denke mir, ja, es beißt zumindest was. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Zack, und es geht schon wieder was dran. Und die Frage ist jetzt einfach, geht auch ein bisschen was Größeres dran? Also, ein bisschen größer als das, was bisher dran gegangen ist. Gucken wir gleich nochmal rein. Richtig gut wäre natürlich sowas wie einen Buckellachs und der Lennock. Weil die eben dann auch richtig gut Kohle bringen. Ne? Gerade im größeren Bereich, idealerweise über ein Kilo, dann geht da natürlich einiges. Das war jetzt gerade ein bisschen wenig ausgeworfen. Gucken wir gerade mal. Ja, ein paar Buckellachse waren auch schon dran. Forellen und Lennock. Also die Zielfische gehen schon mal dran. Ich werfe mal jetzt volles Mett. Einholgeschwindigkeit 20 habe ich. Auf einer 10.000er Rolle. Also ich sag mal schon relativ schnell. Wobei das jetzt ja auch hier mit der Strömung ist. Und ich teste gerade auch einfach verschiedene Methoden. Ne? Also einfach gerade das Durchziehen, das war jetzt bisher am effektivsten. Zwischendurch mal eine Pause machen. Zack. Da geht auch einer schön rein. Hat sogar ein bisschen Gewicht. Nicht schlecht. Schöner Lennock. 1-1. Das ist schon mal gut. Vielleicht geht sogar. Oh, vielleicht geht sogar Jiggen. Gleich auch mal ausprobieren. Aber das ist doch schon mal was. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen hier. Und wie gesagt, so brutal wie ich hier dran bin, man kann es natürlich auch noch. Zack, der nächste. Mit feinerem Setup einfach probieren. Ob das dann vielleicht sogar noch an Effektivität zu steigern ist. Aber fürs entspannte Angeln geht das doch ganz gut schon. So, stopp. Und es ist einer dran. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Und das auf dem ganz normalen Hunter 1 002. Ist es der 2? Ja, genau. Mit einem 6-0er Haken. Ja, wie was natürlich zu überlegen ist, funktioniert der Köder auch mit einem normalen Haken. Also nicht unnormal riesig großen Haken. Und vielleicht sogar mit Puschel. Das können wir auch gleich nochmal testen. Läuft. Läuft. Jeder Wurf jetzt. Das ist nicht so schlecht. Das ist nicht so schlecht. Ich habe noch einen blauen, auch mit dem 6er Haken. Genau, testen wir den mal. Den Hunter 1 001. Auch einfach nochmal durchziehen. Mittagszeit jetzt gerade, 11 Grad. Ja. Müsste noch alles passen. Mäßig Sonne.
Also kein besonderes Wetter, kein extremes Wetter gerade. Da geht gerade uns nicht so wirklich was. Der Hunter 1, vielleicht ziehen wir den auch einfach mal gegen die Strömung. Ja, gerade viel rumexperimentiert, auch mal mit den noch größeren Huntern. Jetzt gerade das erste Mal gejiggt. Da geht direkt auch wieder der Lennox rein. Also es scheint tatsächlich hier auf dem Hunter 1002 ganz gut zu funktionieren. Ob das jetzt mit der Jig-Montage ist oder einfach mit dem Durchziehen. Was heißt Jig-Montage? Mit der Jig-Führung. Ich gucke mal, ob ich auch richtig reinkomme. Ich habe bisher nur die Umdrehung und Pause gemacht, aber richtig in die Führung komme ich nicht rein. Da ist wahrscheinlich die Strömung dann doch zu heftig hier. Der treibt wahrscheinlich direkt über den Boden. Aber solange man ein paar Lennox zieht, ist doch alles gut, ey. Das ist doch wirklich gut schon. Ziehen wir mal so quer rüber. Und es geht eine rein. Perfekt, ey. Perfekt. Quer rüber gezogen. Geht sogar ein bisschen in die Bremse hier. Nehmen wir mal ein bisschen die Strömung mit. Sehr gut. Der nächste Lennox. Lennox! Lennox laufen tippitoppi auf Hunterköder, ey. Abgefahren. Sehr, sehr gut, ey. Lennox auf dem Hunter 101. Schön entspannt, 20er Einholgeschwindigkeit. Das ist doch nicht verkehrt, ey. Das ist doch nicht verkehrt. Also es wird immer wieder Möglichkeiten geben, hier auch noch die Fische rauszuziehen. Man muss halt immer ein bisschen suchen. Und da geht wieder einer. Und da geht wieder einer. Na, was haben wir diesmal? Kleiner Buckellachs sogar noch. Also, kann man sagen, es klappt hier noch. Ich werde das auch noch mal weiter oben wieder testen. Also nicht nur hier unten in der Strömung, sondern auch weiter oben in der Kurve. Zack, da geht der nächste rein. Der Hunter 001 zurzeit durchaus passabel. Sensationell ist was anderes, aber er funkt. Und man kann bestimmt auch noch mit einer etwas feineren Montage da noch ein bisschen bessere Ergebnisse rausholen. Wie gesagt, jetzt hier mit einem 11 Kilo Vorfach, Fluorocarbon-Vorfach, ist das mit Sicherheit nicht elegant geangelt, sondern einfach 5 aufs Maul. Hauptsache, der Fisch kommt raus. Aber damit weiß man zumindest, ob der Köder funktioniert oder nicht. Und er scheint zu klappen. Schön. So, gehen wir mal eben verkaufen und gucken, was die so gebracht haben. Also, am Fischmarkt sind wir jetzt hier in 20 Minuten. Wobei man, na, ich sag mal, sagen wir mal maximal 15 Minuten geangelt, weil der Rest war ja viel Rumprobiererei noch. Gucken wir. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Maschallah, Alter, ihr werdet es sehen. Ich habe es nicht gesehen. Keine Ahnung, was das gebracht hat.
Silber. Nee. Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Oder im Livestream montags, mittwochs und freitags. Tschüss.